Morgen. Also vor dem ich sprechen beginne, also was das Thema, das heutige Thema anbelangt, möchte ich auch sehr tief dem Herbert und Theresia danken für die Aufladung, die mich hergebracht hat. Es ist wirklich eine sehr große Freude, da zu sein und diese Gelegenheit zu haben, über Beobachtungen und Erfahrungen zu sprechen, die ich in den letzten 33 Jahren gemacht habe, in dem Rahmen von geänderten Bewusstseinszuständen. Das ist etwas, das ich selbst machte am Anfang meiner psychiatrischen Karriere, das heißt eine persönliche Erfahrung mit LSD, wo ich zu einem Freiwilligen wurde in der psychiatrischen Klinik in Prag. Und das hat einen so tiefen Einfluss an mich gehabt, dass ich wirklich sehr wenig anderes machte in den nächsten 33 Jahren, als mich also professionell mit den geänderten Bewusstseinszuständen zu beschäftigen. Und das waren zuerst fast 20 Jahre von Arbeit mit LSD und anderen psychedelischen Drogen. Und dann die letzten Jahre, das war Arbeit mit dem holotropen Atmen, die ich also zusammen mit Christina, meiner Frau, entwickelt habe. Es ist eine sehr neue Entwicklung in der westlichen Psychotherapie, also die letzte Phase der Entwicklung der Psychotherapie, das heißt psychedelische Therapie und andere Therapien, die mit geänderten Bewusstseinszuständen arbeiten. Aber paradoxisch ist das auch das Älteste. Es ist etwas, das alle anderen Kulturen machen. Alle anderen Kulturen, mit der Ausnahme der industriellen Kulturen, der westlichen Kulturen, die haben sehr hoch geänderte Bewusstseinszustände geschätzt. Und Heilung, das war immer Heilung in geänderten Bewusstseinszuständen. Also entweder ist der Klient oder die Klientin in dem geänderten Bewusstseinszustand oder der Heiler oder beide, oder gibt es auch eine ganze Gruppe, also der Stamm, und die machen etwas, das das Bewusstsein ändert. Und das wird dann für Heilung und auch für spirituelle Zwecke gemacht. Ja? Und wir sind wirklich die einzige Kultur, die glaubt, dass zur Heilung genügt, wenn wir uns mit dem Klienten niedersetzen und ihn oder sie sprechen lassen, und wir geben unsere Interpretationen dazu, worüber sie sprechen. Also das ist etwas ganz, ganz Neues in der Geschichte der Menschheit. Man hat immer mit geänderten Bewusstseinszuständen gearbeitet. Und diese Arbeit hat Wurzel auch im Schamanismus. Und Schamanismus ist etwas, da der wohl 40.000 Jahre gewesen ist. Also man findet auf den Wänden der großen Grotten Altamira, Fornebon, Les Trois Frères, also in Südfrankreich und in Spanien, man findet diese fantastische Gemälde und Rissgemälde von Tieren. Und dort gibt es auch immer Figuren von Schamanen. Also wir wissen, dass schon in der paläolithischen Zeit etwas Ähnliches passierte, was wir noch heute also in den schamanistischen Kulturen sehen. Michael Harner, der ist ein Anthropologe und auch ein Schamane, der wurde in der Amazon eingeweiht als Schamane, der sagt, dass wenn etwas also da noch nach 40.000 Jahren da ist, da drin was stecken muss. Also es muss eine gewisse tiefe Beziehung haben zu der menschlichen Psyche. Also die therapeutischen Methoden, die kommen und gehen. Ja. Und wenn etwas da 40.000 Jahre ist, dann ist das ein Beweis, dass das etwas den Leuten gibt, dass das etwas für sie bedeutet. Wenn wir mit geänderten Bewusstseinszuständen arbeiten,
ist das im Prinzip unmöglich, die Erfahrungen und die Beobachtungen in dem Rahmen der traditionellen Psychiatrie und Psychologie zu verstehen. Es ist im Prinzip unmöglich, also diese Erfahrungen in die traditionelle Denkweise in der Psychologie, in der Psychotherapie zu assimilieren. Man muss wirklich das Denken ganz, ganz grundsätzlich ändern und revidieren. Und diese Änderungen kommen in einigen Kategorien. Also die erste Kategorie, das ist die ganze Auffassung der menschlichen Psyche. Das heißt, die Dimensionen des Bewusstseins, ich spreche manchmal über Topographie des Unbewussten oder Landkarte des Unbewussten. Das heißt, die Auffassung von dessen, was für Erfahrungen man haben kann, ohne als ein Geisteskranker bezeichnet zu werden in dieser Kultur. Also was sind normale Erfahrungen, die die menschliche Psyche also erzeugen kann oder aufbringen kann. Und in der traditionellen Psychologie, Psychiatrie haben wir also eine Landkarte, ein Modell, das biografisch ist, das personalistisch ist. Das heißt, man hat die Idee da, dass die psychologische Geschichte des Einzelnen nach der Geburt beginnt. Das heißt, es gibt nichts von psychologischem Interesse, das vor dem Moment der Geburt passiert, inklusive der Geburt selbst. Man wird nicht akzeptiert, dass die biologische Geburt einen psychologischen Einfluss hat, dass es also gewisse Schlussfolgerungen hat für die Entwicklung der Psyche und so weiter. Es ist alles nur postnatale Biografie und das individuelle Unbewusste. Die Idee da ist, dass man dann alle Störungen, alle emotionelle, psychosomatische, zwischenmenschliche Störungen nur von der Kindheit verstehen kann. Wenn es sich nicht um organische Probleme handelt, dann wird man das biologisch deuten. Ja? Aber wenn es psychogen ist, also psychologisch verursacht ist, dann sollte das alles nur in der Kindheit sein. Man sollte imstande sein, das alles von der Kindheit Geschichte zu verstehen. Und natürlich auch mittels psychologischen Ansätzen zu heilen, therapeutisch zu beeinflussen, die sich nur mit der Kindheit beschäftigen, also mit dem Kindheitsmaterial. Wenn man mit geänderten Bewusstseinszuständen arbeitet, dann ist diese Landkarte bloß zu oberflächlich, zu eng und man wird also allerlei Erfahrungen sehen, die man da in diesem Rahmen also gar nicht verstehen kann. Und als ich probiert habe, eine neue Landkarte zu schaffen, habe ich also zwei neue Gebiete zugefügt. Ja. Und das heißt, eine Ebene in dem Unbewussten, die mit Tod und Geburt zu tun hat und die viele Leute also ganz, ganz eindeutig auf die eigene biologische Geburt beziehen. Und diese Ebene kann man als perinatal bezeichnen. Peri heißt umherum, in der Nähe von. Und natal im Lateinischen, das ist sich auch an die Entbindung, an die Geburt beziehen. Und dann noch eine sehr, sehr umfangreiche Domäne in der Psyche, die wir nun transpersonal bezeichnen. Und dann, wenn man eine so große Landkarte hat, dann kann man wirklich verstehen, was da passiert in geänderten Bewusstseinszuständen. Die Erfahrungen, die Beobachtungen können nicht also in einem engen, postnatalen, biografischen Rahmen gedeutet werden. Die zweite Kategorie, wo man wirklich grundsätzliche Änderungen in dem Denken machen muss, das ist die, man kann sagen, Architektur der Psychopathologie. Das heißt,
was bedeutet das, emotionelle und psychosomatische Symptome zu haben? Woher kommen sie? Wie tief sind die Wurzel? Nicht wahr? Und dann auch, also wie tief muss man gehen? Was für Erfahrungen muss man machen, um das wirklich grundsätzlich beeinflussen zu können? Und dann wieder haben wir also in der traditionellen Auffassung die Idee, dass das alles in Kindheit ist. Und in geänderten Bewusstseinszuständen finden wir, dass es da nicht nur also, biografische Wurzeln gibt, die natürlich da auch sind, aber dass es noch zusätzliche Wurzeln gibt auf der pränatalen Ebene und auf der transpersonalen Ebene. Das heißt, dass ein Therapeut, der wirklich das volle Spektrum benutzen möchte, um also wirksame Therapie zu machen, der oder die muss also eine sehr, sehr umfangreiche Auffassung davon haben, was da passiert, und muss alle Ebenen und alle Arten von Erfahrungen erlauben und mit ihnen arbeiten. Ja, das heißt, biografisch, perinatal und auch transpersonal. Und wenn man das nicht macht, wenn man sich auf eine, nur auf eine gewisse Ebene eng geengt, nicht wahr, dann wird man nicht also voll die therapeutischen Möglichkeiten ausnutzen, die da bestehen. Also die nächste Kategorie, das ist das Problem von den therapeutischen Mechanismen. In der traditionellen Auffassung gibt es die Idee, dass es genügt, mit der Kindheit, mit dem postnatalen Leben zu arbeiten. Und in der Bewusstseinszuständen sehen wir, dass sehr, sehr wichtige therapeutische Erfahrungen passieren und auch Persönlichkeitswandlung und Bewusstseinsentwicklung, zum Beispiel in Verbindung mit tiefen Erfahrungen von Tod und Wiedergeburt. Da können sehr viele verschiedene Probleme also sehr tiefgreifend beeinflusst werden. Und es existieren auch sehr tiefe und wichtige therapeutische Mechanismen auf der transpersonalen Ebene. Das heißt zum Beispiel in Verbindung mit Reinkarnationserfahrungen, in Verbindung mit Erfahrung von den jungschen Archetypen, in Verbindung mit Identifizierung mit Tieren zum Beispiel. Und dann besonders solchen Erfahrungen, wie zum Beispiel Erfahrung des kosmischen Bewusstseins, der kosmischen Einheit mit dem Weltall, oder auch Erfahrung von der kosmischen Leere, Void. Das sind Erfahrungen, die sehr, sehr tiefen Einfluss haben können. Das sind natürlich Erfahrungen, die man gar nicht anerkannt in der traditionellen Psychiatrie. Man kann sagen, dass man das Gegenteilige macht. Das heißt, wenn diese Erfahrungen auftauchen, wird man alles machen, um sie zu hemmen, zu unterdrücken. Es gibt keine Differenzierung in der traditionellen Psychiatrie zwischen dem mystischen, dem transpersonalen und dem psychotischen. Also alle geänderten Bewusstseinszustände, die spontan auftauchen, die werden als Pathologie angesehen. Dann muss man auch die Strategie der Therapie ganz, ganz grundsätzlich ändern. Also traditionell haben wir die Idee, dass wir irgendwo verstehen sollten, wie die Psyche arbeitet. Ja? Dass wir verstehen sollten, warum und wie die Symptome da auftauchen, und dass wir dann davon eine Technik ableiten, und wir machen etwas mit dem Patienten, und wir werden die psychischen Vorgänge korrigieren durch Interpretationen, durch Übertragungsanalyse und so weiter. Da gibt es natürlich ein Problem, und das ist, es gibt keine Übereinstimmung unter den vielen psychologischen Schulen. Also es gibt immer eine
andere Auffassung, was da in der Psyche passiert, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, warum die Symptome also auftauchen, was sie bedeuten. Und dann natürlich hat jede Schule eine andere Methode, die sie anbietet, nicht wahr, als wissenschaftliche Methode mit solchen Zuständen zu arbeiten. Also wenn man ein Problem hat, zum Beispiel eine Straßenphobie, man kann eine Münze werfen und eine Schule wählen, und mit jeder therapeutischen Schule kommt eine andere Geschichte für dasselbe Problem und auch eine andere Technik. Also zum Beispiel im Behaviorismus wird man dekondizieren und in der freudischen Psychoanalyse wird man das alles also von unterdrücktem Libido interpretieren und die Freiheit ist das also angestaute sexuelle Energie, weil die Gesellschaft nicht vollen Orgasmus erlaubt und so weiter. Also jede Schule hat eine ganz andere Auffassung und jede Schule dann betont etwas anderes. Und dann natürlich das interessanteste Problem ist, warum wir uns als Therapeuten einer gewissen Schule angezogen fühlen. Wir haben keine Statistiken, die zeigen, dass also Freud'sche Analyse viel wirksamer ist als die Psychotherapie von Karen Horner. Die meisten Studien, die das verglichen haben, die sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass gute Therapeuten aller Schulen gute Resultate kriegen und schlechte Therapeuten schlechte Resultate, und dass es sehr wenig damit zu tun hat, was sie denken, dass sie machen, mit dem Inhalt der Interpretationen und so weiter. Dass da wohl etwas geschieht in der psychotherapeutischen Beziehung, das viel, viel grundsätzlicher ist, als das, worüber wir also sprechen, den Patienten sprechen. Also das hat etwas zu tun mit der mit der menschlichen Begegnung, nicht wahr, mit dem Gefühl, akzeptiert zu fühlen, wohl auch etwas wie Liebe und so weiter. Also von diesem Gesichtspunkt ist sehr, sehr interessant, was für Einsichten wir in diese Situation kriegen, dass wir so viele Schulen haben, nicht wahr? Und was für eine Strategie wirklich die richtige Strategie ist in der Psychotherapie, weil es keine Übereinstimmung darüber gibt. Und da kommt eine ganz, ganz neue Auffassung, die, ich glaube, zuerst Carl Gustav Jung ausgedrückt hat. Und ich werde das paraphrasieren. Das heißt, es ist im Prinzip unmöglich, den Intellekt zu benutzen und mit der Psyche zu arbeiten. Also die Psyche ist etwas viel größer als der Intellekt. Der Intellekt ist nur ein Teil, ein Aspekt der Psyche. Also nach Jung sollte man das so machen, dass der Therapeut eine Methode bietet, dass er auch eine gute Mitte schafft. Und er oder sie vermittelt also Interaktion, direkte Interaktion zwischen dem Ich oder dem Bewussten und dem Selbst, dem kollektiven Unbewussten. Und das dadurch die Therapie, also in dem Sinne eines Austausches zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten passiert, dass durch symbolischen Austausch vermittelt wird. Also die Heilung kommt nicht von den Therapeuten, sondern es gibt also innere heilende Kräfte. Ja? Und das konnten wir auch in der Arbeit mit den geänderten Bewusstseinszuständen beweisen oder unterstützen, supporten. Unterstützen, nicht wahr? Wenn man zum Beispiel LSD nimmt oder wenn man das Atmen macht, dann ist das am besten ganz ohne Programm zu machen. Und dann wird ganz, ganz spontan also etwas aktiviert. Und wenn wir das wirklich
intensiv studieren, werden wir finden, dass das genau die Sachen sind, die also am wichtigsten sind zum Moment. Das hat etwas mit der emotionellen Dynamik zu tun, mit der emotionellen Beladung. Also dieser Zustand, der geänderte Bewusstseinszustand, funktioniert da als eine Art von Radar, nicht wahr? Dass die Psyche und den Körper also untersucht und findet, wo also das Aktuellste ist von dem emotionalen Gesichtspunkt, wie das also aktivieren, und das wird dann also manifestieren im Körper und in der bewussten Erfahrung. Und die Aufgabe des Therapeuten dann ist, das zu vertrauen und damit zu arbeiten, was kommt, auch wenn wir manchmal nicht ganz verstehen, was das ist und warum das da ist. Also die Idee, dass die geänderten Bewusstseinszustände wirklich im Prinzip heilende Erfahrungen sind. Es handelt sich da dann um einen Versuch des Organismus, sich zu heilen, seine Aktivitäten zu vereinfachen, sich von alten Traumatisierungen, von alten Prägungen zu befreien und so weiter. Natürlich die einzige Möglichkeit ist, dass das noch einmal also ins Bewusste voll auftaucht, dass die Energien, die Emotionen also ausgedrückt werden und so weiter. Und das passiert ganz, ganz automatisch in den Bewusstseinszuständen. Und das ist ganz, ganz fantastisch, weil das sehr viel Arbeit des Therapeuten spart. Also in der verbalen Therapie zum Beispiel werden die Klienten sehr viel sprechen. Wir kriegen viel, viel Material, und dann müssen wir also entscheiden, aufgrund unserer theoretischen Begriffsrahmens, müssen wir unterscheiden, was da wirklich wichtig ist, was nicht wichtig ist, was ist Abwehr und was ist das eigentliche Material und so weiter. Und das Problem liegt wieder also in der Tatsache, dass das, was wir damit machen, das hängt von der Schule ab, in dem Rahmen, von welchem wir ausgebildet wurden. Also das, was wichtig ist für einen freudischen Therapeuten, ist nicht wichtig für einen Jungianer oder für einen, eine Person, die in dem Rahmen von Rangschen arbeitet. Ich möchte dafür eine persönliche Anekdote geben. Als ich in der freudischen Psychoanalyse war, war als ein freudischer Psychoanalytiker ausgebildet, hatten wir also persönliche Analyse, und dann hatten wir auch Seminare, wo wir also Referate machten aus der Literatur, wo wir auch Fragen stellen konnten. Und es gab also vier junge Psychiater, die in der Analyse waren mit demselben Analytiker, der war der frühere Präsident der tschechoslowakischen psychoanalytischen Gesellschaft. Und er war ein ganz alter Mann, und es ist ihm oft passiert, dass er zu schlafen ging, also in der analytischen Stunde. Auf einmal könnte man hören, also wie sagt man das, Snoring. Schnarchen. Ja. Und dann musste man was machen, um ihn zu erwachen, dann weitergehen. Und wir haben darüber sehr gesprochen, natürlich, und Spaß gemacht unter uns. Und jemand in diesem Seminar hat die Frage gestellt, das ist ganz objektiv, nicht wahr, ganz wissenschaftlich: Was passiert, wenn der Analytiker also einschläft in der analytischen Stunde? Wird die Analyse noch immer weitergehen? Oder ist das wirklich eine Störung in dem psychoanalytischen Prozess? Sollte man Geld zurückkriegen für die Person, wo das passiert? Und unser Analytiker sagte, ja, also wenn man, er sagte nicht, das passiert nicht, nicht wahr? Er wusste, dass wir wissen, dass das passiert. Also er sagte, ja, wenn man sehr viel Erfahrung hat im Gebiet, dann wird man etwas wie einen sechsten Sinn entwickeln,
Das heißt, man schläft nur, wenn das Material irrelevant ist. Wenn da etwas wirklich Wichtiges kommt, dann wird man auf einmal wachen und man wird also aufpassen. Ja? Und er sagte, das ist wie eine Mutter zum Beispiel, die starken Geräuschen schlafen kann, aber wenn das Kind ein bisschen schreit oder sowas, dann will sie auf einmal also aufwachen und mit dem Kind arbeiten. Und später wurde es mir ganz klar, dass da ein Problem war. Also was wichtig ist, was nicht wichtig ist, hängt von der Schule ab. Also hätte ich einen Adlerischen Therapeuten gehabt, er würde zu anderen also Episoden meines freien Assoziers einschlafen, als ein freudscher Therapeut. Und etwas solches kommt nicht in den geänderten Bewusstseinszuständen. Da wird also der Vorgang ganz, ganz automatisch wählen, was da für die Psyche, für den Körper am aktuellsten ist, am wichtigsten ist. Und dann wird das also ganz automatisch auftauchen. Und das neue Problem ist, dass der Therapeut oder die Therapeutin wirklich Vertrauen hat, dass das so ist. Ja? Auch wenn wir das nicht voll verstehen. Und die letzte Kategorie, wo wir sehr, sehr tiefe Revision unseres Denkens machen müssen, das ist dann wirklich auf einer sehr, sehr allgemeinen Ebene. Das heißt, das hat nicht nur mit der Theorie der Psychiatrie zu tun, sondern mit der Wissenschaft des Westens, also mit der Philosophie der westlichen Wissenschaft. Das heißt, wenn wir mit geänderten Bewusstseinszuständen arbeiten, werden wir sehr viele Erfahrungen haben, sehr viele Beobachtungen machen, die in dem Rahmen der westlichen Wissenschaft nicht interpretiert werden können. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr starke Herausforderung der ganzen also metaphysischen Grundlage der westlichen Wissenschaft. Also solchen Problemen wie zum Beispiel, dass die Welt im Prinzip nur materiell ist, dass das Bewusstsein etwas ist, das von der Materie abgeleitet wird. Das ist ein Epiphänomen der neurophysiologischen Prozesse im Gehirn ist. Und das Bewusstsein ganz, ganz abhängig ist von dem Gehirn und solche Sachen. Dann wird man viele, viele Erfahrungen machen, wo man das Gefühl, dass das Bewusstsein also wenigstens ein gleicher Partner der Materie ist und möglicherweise auch der Materie supraordiniert. Also ich werde nicht im Detail über diese Erfahrungen sprechen, ich habe sehr viel darüber im Buch Das Abenteuer der Selbstentwicklung geschrieben. Ich habe vielen Kategorien und Typen der transpersonalen Erfahrungen, also Beispiele zugefügt, wo es Situationen gab, wo die Leute sich mit etwas in der Welt identifizierten und durch diese Erfahrung ganz neue Informationen kriegen, die sie gar nicht also in diesem Leben durch die üblichen Wege also erreichen konnten. Ja? Ich werde nur eine extreme Situation da beschreiben, eine transpersonale Erfahrung, die das Problem also ganz, ganz gut illustriert. Und das ist aus der Thanatologie. Es gibt immer mehr Beobachtungen nun, dass es im Prinzip möglich ist, in dem Zustand des klinischen Todes zu sein, zum Beispiel auf einem Operationstisch einen kardialen Arrest zu haben. Und als der chirurgische Team probiert, den Patienten zu resuszitieren, gibt es eine subjektive Erfahrung von Spaltung des Bewusstseins vor dem Körper und die Person wird das alles also von der Decke beobachten. Und dann später ganz genau beschreiben, was da passiert ist, was für Leute da waren, wie viele Leute, durch welche Türe sie gekommen sind, was sie machten, was für Geräte man also hereingebracht
hat und wieder hinausgefahren und so weiter. Man kann auch etwas in einem anderen Zimmer dasselbe Gebäude beobachten, ganz genau, oder möglicherweise etwas, das 200 Meilen von dem Operationssaal entfernt ist. Und es gibt nun einige Fälle, wo Leute, die medizinisch blind waren, in dieser Situation des klinischen Todes, also von der Decke alles optisch in Farben beobachteten, und dann, als sie zurück in den Körper kamen, dann haben sie die Sehfähigkeit wieder verloren. Also das ist etwas, das sind Erfahrungen, nicht wahr, die eine kritische Herausforderung darstellen, der ganzen, also Gedankenweise, der ganzen Philosophie, der ganzen metaphysischen Grundlage des wissenschaftlichen Denkens im Westen. Und wir brauchen dann eine ganz, ganz neue wissenschaftliche Weltanschauung. Und es gibt heutzutage also viele Entwicklungen in verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten, die als das neue Paradigma bezeichnet werden, die also einen Weg zeigen, wie das wohl in der Zukunft aussehen wird. Dass wir wirklich einen sehr umfangreichen, ein sehr umfangreiches Weltbild haben werden und dass die transpersonale Psychologie ein integraler Teil von dieser Weltanschauung sein wird. Also ich werde nun zurück zu dem ersten Punkt gehen, das heißt die Topographie des Unbewussten oder das neue Modell der Psyche, das wir brauchen, wenn wir also Psychotherapie mittels geänderten Bewusstseinszustände machen. Also ich habe schon gesagt, dass diese Topographie also drei Ebenen hat. Die erste Ebene, das ist das Biografische. Und das kennen wir ganz gut, weil die ganze westliche Psychologie beschränkt sich auf das postnatale Biografische. Also das hat man sehr, sehr ausführlich studiert. Man muss nicht zu viel dazu addieren. Doch es gibt gewisse Unterschiede zwischen der verbalen Erforschung des Biografischen und der erlebnismäßigen Erforschung des Biografischen durch die geänderten Bewusstseinszustände. Und das ist erstens das, dass in der verbalen Therapie werden wir uns erinnern, also an das Vergessene oder an das Verdrängte und so weiter. Oder wir werden das indirekt rekonstruieren aus Träumen, aus neurotischen Symptomen, aus Fehlleistungen und so weiter. Und im Vergleich damit, in geänderten Bewusstseinszuständen, wird man das direkt erfahren. Also man wird eine volle Regression erfahren, man wird die ursprünglichen Emotionen erfahren und in der extremen Situation wird man wirklich ganz genau mit allen Detailen, mit allen Sinnesqualitäten das Ursprüngliche erfahren aus der Kindheit, als ob wir dort wirklich zurück wären. Also man wird zum Beispiel das Körperschema des Kindes wieder erleben, die Saugreflexe und so weiter, die kommen zurück. Also man kann auch als ein Kind aussehen, also eine ganz, ganz tiefe psychologische Regression und Wiederholung dessen, was da einmal passiert ist. Der zweite Unterschied ist, wir werden uns ganz, ganz oft mit physischen Traumatisierungen beschäftigen. Also wenn dieser innere Radar, den ich geschrieben habe, also die Psyche erforscht, wird es sehr oft also als problematisch, als etwas Problematisches, Erfahrungen von physischen Traumatisierungen als etwas psychologisch Wichtiges identifizieren und zur Oberfläche, zu vollem Wiedererfahren bringen. Das heißt zum Beispiel Erfahrungen von fast Ertrinken, Erfahrungen von Diphtherie, Erfahrungen von Heuhusten, Erfahrungen von Operationen, von Unfällen
Und es zeigt, dass auch diese also unvollendete Gestalten in der Psyche repräsentieren. Und wenn wir sie wieder erfahren, wenn wir das integrieren, das kann sehr, sehr tiefe heilende Wirkung haben. Und dann kommen wir also zu der zweiten Ebene, das ist das Perinatale. In vielen Fällen funktionieren da die physischen Traumatisierungen als eine Art von Erfahrungsbrücke zu dem Perinatalen. Das heißt, es handelt sich da um biografische Erfahrungen, also postnatale biografische Erfahrungen, die haben aber gewisse Elemente im Gemeinsamen mit der Geburt. Das heißt, es zum Beispiel im Fastenertrinken handelt es sich um Erstickung. Es gibt Erfahrungen, wo es um Schmerzen handelt und so weiter. Also Situationen, die das Leben bedrohen oder die Integrität des Organismus, die haben sehr viel Gemeinsames mit der Geburt und die werden auch also in dem Unbewussten in ganz, ganz naher Verbindung mit dem Geburtstrauma aufgenommen oder registriert. Ja? Und in dem Vorgang, zum Beispiel der holotropen Atmen, werden sie wie eine Brücke funktionieren. Also man wird zuerst zum Beispiel die Erstickung erfahren, die zum Heuhusten gehört, als wir 2 Jahre alt waren. Und dann wird sich die Erfahrung vertiefen. Und auf einmal ist es nicht mehr Heuhusten, sondern es ist Geburt. Oder es kann mit Tonsillektomie beginnen, wo es sich um Schmerz handelte und man hat also Blut eingeatmet und gehustet und Erstickungserfahrungen gehabt. Und das wird sich dann vertiefen und auf einmal sind wir in der Geburt. Und natürlich, das kann dann weitergehen und man kann in der Tiefe also dann verschiedene transpersonale Erfahrungen haben. Und darüber werden wir heute nicht sprechen. Wir werden auf der perinatalen Ebene bleiben. Ich glaube, wir müssen uns nicht viel mit der biografischen Ebene beschäftigen, das ist ja ganz, ganz klar. Alle haben darüber also gelesen, haben das erfahren. Aber das Perinatale, das ist etwas, das nicht so üblich ist. Und gewiss, also ist das etwas, das in der traditionellen Psychiatrie nicht akzeptiert wird. Doch, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Und ich habe heute eine lange Diapositivenreihe und das ist Material, das von Leuten gebracht wurde, die perinatale Erfahrungen hatten, also die verschiedenen Aspekte, verschiedene Phasen von Tod und Wiedergeburt. Das sind Bilder, wo wir die sehr viel über die symbolische Sprache des Perinatalen lernen können. Sollen wir das machen? Jemand ist gekommen. Haben alle etwas über die perinatale Ebene gelesen? Die Bücher oder gibt es jemanden, der gar nicht darüber? Es gibt einige. Ich werde das kurz zusammenfassen, sodass das wirklich ganz, ganz also komprehensiv ist. Wenn wir also in einem geänderten Bewusstseinszustand sind, ist das sehr, sehr häufig, dass zuerst etwas Biografisches kommt. Also Erfahrungen aus der Kindheit, die noch sehr starke emotionelle Beladung haben, die eine unvollendete Gestalt repräsentieren, in dem Sinne von Fritz Perls. Etwas, das noch als ein Konflikt ist, das noch nicht gelöst ist. Nicht wahr? Und wenn sich der Zustand vertieft, dann öffnet es sich in das Perinatale. Das
heißt, diese Ebene, die mit Tod und Geburt, biologischem Geburt zu tun hat. Und wenn diese pränatale Ebene aktiviert wird, wird man also Sequenzen von Sterben und Wiedergeboren werden erfahren. Und die Erfahrungen aus dieser Domäne des Unbewussten, die kommen in vier Erfahrungsmuster sozusagen. Also wenn man die Erfahrungen analysiert, wird man ganz, ganz spezifische Muster dort sehen, also gewisse spezifische Anhäufungen von Emotionen, von physischen Manifestierungen und auch spezifischen symbolischen Erfahrungen, das heißt Bilder und so weiter. Wenn die Leute das erfahren, die werden diese vier Erfahrungsmuster ganz, ganz typisch auf die aufeinander folgenden Stufen der biologischen Geburt beziehen. Also sie werden sie als ein Fetus erfahren, zum Beispiel kurz vor der Geburt oder am Anfang der Geburt, wo sich der Uterus zusammenzieht, aber der Muttermund noch nicht geöffnet ist. Oder eine Situation, wo man im Geburtskanal ist und man kämpft, man möchte sich befreien, man möchte also hinauskommen und so weiter. Oder auch die Erfahrung von Geburt selbst, wo man das Gefühl hat, dass man diese fantastische Befreiung erfährt, dass man auf einmal Licht sieht und so weiter. Also sie kommen in vier Erfahrungsmustern. Und diese Muster kann man ganz, ganz logisch auf die Stufen der Geburt beziehen. Und die haben wir da. Ich muss nun erkennen und sitzen, ja. Es wird dort auf den Bildern sein. Also das erste Bild, das ist die Situation, wo das Kind noch immer im Geburtskanal ist, also vor dem Anfang der Geburt. Das ist die letzte Phase der Schwangerschaft. Natürlich, dieser Zustand kann entweder sehr positiv oder sehr negativ sein und alle Situationen inzwischen. Das hängt dann von den Umständen der Schwangerschaft ab. Also die Mutter kann zum Beispiel krank sein, physisch krank sein. Die Mutter kann also unter schwerem Stress stehen, sie kann Drogen nehmen, sie kann zu viel rauchen, trinken und so weiter. Es ist möglich, da zum Beispiel Abtreibungsversuche erfahren oder Missgeburt, ja, wenn es spontan auftaucht, es gibt Gefahr für den Fötus und so weiter. Oder die Schwangerschaft kann auch sehr, sehr also harmonisch laufen, also ganz physiologisch. Und das wird man dann also wieder erfahren in diesen Zuständen. Also wenn die Schwangerschaft also gut läuft, dann können die Umstände fast ideal sein. Da gibt es also Ernährung, kontinuierliche Ernährung, nicht wahr? Sauerstoff auch kommt ganz, ganz regelmäßig und auch die toxischen metabolischen Produkte, die werden also ganz, ganz regelmäßig abgefahren, also ausgeschieden, nicht wahr, durch die Plazenta. Es gibt auch ein Thermostat dort, nicht wahr, die Temperatur ist fast immer dieselbe. Das Kind wird auch durch die fetale Flüssigkeit von Vibrationen, von lauten Geräuschen geschützt. Also ist eine sehr, sehr gute Situation. Auch wenn zum Beispiel also später sehr fortgeschrittenen Stufen der Schwangerschaft kann das ein bisschen komplizierter sein. Also das ist ein bisschen zu eng dort und möglicherweise wird die Plazenta auch nicht so ideal nähren. Aber im Großen und Ganzen, das ist eine sehr gute Situation. Und dann also ohne Warnung
ändert sich diese Situation zuerst chemisch, ist auf einmal, es gibt Hormone und so weiter und andere Stoffe. Und dann wird sich also diese chemische Situation in mechanische Kontraktionen des Uterus wandeln. Ja? Und auf einmal gibt es eine Situation, wo sich die Gebärmutter also periodisch zusammenzieht und der Muttermund ist noch nicht geöffnet, also es sind Kontraktionen in einem geschlossenen System. Was da sehr wichtig ist, um die Symbolik dieser perinatalen Matrix zu verstehen, ist, dass die Muskulatur der Gebärmutter sehr kompliziert ist. Es gibt da spirale Muskelfasern, es gibt da zirkulare Muskelfasern und auch longitudinale Muskelfasern. Es ist ein sehr kompliziertes Gefleck und die Adern, die Arterien der Gebärmutter, die binden sich zwischen diesen Fasern. Also wenn sich die Gebärmutter kontrahiert, werden die Muskelfasern, also die Gefäße komprimieren und die werden alle, also bedeutungsvolle Kommunikation zwischen der Mutter und dem Kind unterbrechen. Ja, die sinnvolle oder die bedeutungsvolle Beziehung passiert durch die Zirkulation. Das ist der Austausch da. Und wenn sich die Gebärmutter kontrahiert, das alles ist unterbrochen. Also das ist ein Gefühl, wo man kann sagen, von der Welt also abgetrennt wird. Die Mutter, der mütterliche Organismus, das ist die Welt des Kindes. Also auf einmal ist man ganz, ganz allein, also ganz von der Welt abgeschnitten. Das heißt, kein Sauerstoff, keine Ernährung, das heißt auch keine Wärme. Blut heißt auch Wärme. Wenn etwas nicht genug Blut kriegt, ein Teil des Körpers, dann ist das kalt. Ja? Also das ist dann sehr, sehr wichtig, um die Symbolik dieser Phase zu verstehen. Und dann mit jeder Kontraktion wird sich also der Muttermund über den Kopf ziehen und dilatieren. Und wenn es genug dilatiert ist, dann werden die weiteren Kontraktionen wirklich eine Propulsion, eine Bewegung in den Geburtskanal schaffen. Und das ist dann die dritte perinatale Matrix, das dritte Bild da. Das ist sehr, sehr kompliziert. Da haben wir ungeheure Drücke. Der Kopf steckt also in der Öffnung des Beckens. Und die Situation auch normalerweise ist ganz, ganz knapp. Also die Perimeter des Kopfes und die Perimeter des Beckens, die sind sehr, sehr nahe. Und der Kopf muss sich wirklich ganz kompliziert bewegen, um durchzukommen, zum Beispiel in gewissen Ebenen. Es muss rotieren und flektieren und deflektieren und so weiter. In jedem Fall ist das sehr, sehr knapp. Und es gibt ungeheure Drücke. Die Kontraktionen des Uterus, die oszillieren zwischen 50 und 100 Pfunden. Also das ist ungeheure Kraft, die also dieses Kind nun in die Öffnung des Beckens drückt. Also es sind große hydraulische Kräfte, große Kollisionen von Kräften. Dann die Angst, also das Leben ist bedroht, man kriegt nicht genug Sauerstoff, nicht nur also von den Kontraktionen, wie ich das schon beschrieben habe, sondern es können da zusätzliche Probleme kommen. Zum Beispiel die Nabelschnur kann gedrückt werden zwischen dem Kopf und den Wänden des Geburtskanals. Die Nabelschnur kann umgewickelt sein um den Hals und das Blut, das in den Körper kommt, kommt nicht
in den Kopf, das heißt Gehirn, klar. Es ist möglich, dass auch vorzeitig die Plazenta abgetrennt wird und das wird dann mehr Gefahr erzeugen. Also es gibt sehr viel Grund dafür, Angst, für vitale Angst. Und dann kommt auch enorme Aggression als Reaktion auf die Erstickungsgefühle und auf die Bedrohung. Das ist eine Art von biologischer Wucht, biological fury. Also wenn man das wieder erlebt in dem Erfahrungsprozess, da kommt also ungeheure Menge von Aggression. Ja. Und was da also sehr, sehr merkwürdig ist und sehr, sehr wichtig für Verstehen dieser Matrix, ist, dass da auch etwas wie sexuellartige Erregung gibt. Also diese Phase wird immer mit sexueller Erregung verknüpft. Man kann da verstehen, warum das eine sexuelle Situation für die Mutter ist. Also es passiert in den Genitalien, es gibt da Aufbauen von Spannung und dann Entspannung. Also der Orgasmus der Geburt ist ähnlich dem Orgasmus, dem sexuellen Orgasmus und so weiter. Aber warum sollte das Kind das auch als sexuell erfahren? Das ist eine schwere Frage. Man kann sagen, dass es bloß so ist, dass in dem menschlichen Organismus ein Mechanismus existiert, der sehr viel Schmerz und besonders Erstickung, also in sexuelle Erregung übersetzt. Und das finden wir auch in vielen Situationen des Alltagslebens, also bei Erwachsenen, zum Beispiel depressive Leute, die versucht haben, sich zu hängen, und sie wurden gerettet, die haben sehr oft geschildert, dass sie eine sehr, sehr starke sexuelle Erregung beim Ersticken erfahren haben. Es existiert etwas, das man in der Psychiatrie, das man als Fesselsyndrom bezeichnet. Die Leute, die gebunden werden möchten in der sexuellen Situationen und auch gewürgt. Oder sie machen etwas, das das Atmen beträchtigt. Zum Beispiel, sie werden eine Schnur nehmen und sich auf die Klinke, sagt man? Klinke, ja. Hängen und dann masturbieren. Sie brauchen also diese Kombination von sexueller Erregung und Würgen. Oder Männer, die am Galgen gehängt werden, die haben typisch eine Erektion und auch ejakulieren. Also es gibt da etwas, das wohl mit dem limbischen System was zu tun hat, dass also Würgen, Erstickung in sexuellartige Erregung wandelt oder transformiert. Und das ist sehr wichtig, weil das heißt, dass wir unsere erste sexuelle Erfahrung unseres Lebens also in einer sehr prekären Situation hatten. Das heißt, in einer Situation, wo auch Leben bedroht wurde, wo es enorme Aggression gab, wo es viel Angst gab, wo man Schmerz erfahren hat. Und auch, wo dabei sehr viele Formen von biologischem Material waren. Also Blut, fetale Flüssigkeit, Schleim. Und wenn man nicht Klistier gibt, wenn man nicht katheterisiert, dann kann man auch Exkremente haben, also in der Geburt. Und auch Harn, ja, die Mutter kann urinieren und defekieren. Also das ist da eine sehr, sehr komplizierte Situation, wo diese sexuelle Erfahrung also in Verbindung mit allen diesen anderen Sachen passiert. Und das kann uns sehr tief programmieren. Und dann in Verbindung mit gewissen Erfahrungen in der Kindheit kann das dann verschiedene Probleme in der Sexualität erzeugen, Abweichungen, Perversionen und so weiter. Ja, wenn man
ein Handbuch von sexueller Pathologie liest, zum Beispiel Kraft-Ebbing oder sowas, man sieht, dass das immer Verbindungen sind. Sexualität Angst, Sexualität Aggression, Sexualität Schmerz, wie im Sadomasochismus, Sexualität Blut und Tod, wie in sexueller Kriminalität, sexuelle Mörder und so weiter. Boston Strangler, Boston Burglar, ja. Und dann auch Sexualität und verschiedene Formen von Ausscheidungsprodukten. Also es gibt Leute, die zum Beispiel Kot in die sexuelle Situation bringen müssen, um volle Befriedigung zu haben. Also Koprophilie, Koprophagie und so weiter. Oder Harn, das heißt dann Urolagnia, wenn man braucht, dass der Partner oder die Partnerin auf einen uriniert und so weiter. Und das alles gehört zur Sexualität für gewisse Leute. Und das hat ganz klar, also perinatale Wurzeln. Auch wichtig in Beziehung auf Psychoanalyse, weil sehr viele Probleme in der Psychopathologie die Psychoanalyse von dem sexuellen Orgasmus ableitet, haben noch eine tiefere Ebene, die man nicht leicht mit freien Assoziationen also erreichen kann, aber ganz, ganz leicht in geänderten Bewusstseinszuständen erreichen kann. Und das ist eine Ebene, wo sich dann dieselben Probleme auch auf den Orgasmus der Geburt beziehen. Also es gibt eine Ähnlichkeit zwischen dem Geburtsorgasmus und dem sexuellen Orgasmus. Also sehr viel, das als sexuell erscheint in der psychoanalytischen Vorgang, kann man dann auf einer tieferen Ebene besser verstehen, wenn man das auch, also auch auf den sexuellen Aspekt der Geburt bezieht. Dann wird man also viele von den Zusammenhängen viel besser verstehen als nur auf der biologischen Ebene. Dann kommt die Situation, wo das Kind geboren wird, die Nabelschnur wird geschnitten und dann existiert also das Kind als ein anatomisch unabhängiger Organismus. Noch immer natürlich, also biologisch abhängig, emotionell abhängig, aber anatomisch separat. Ja? Also das ist, was die Anatomie, Physiologie und Biochemie der Geburt anbelangt. Und nun werden wir sehen, wie man davon die symbolischen Bilder von dieser Phase auch ganz logisch verstehen kann. Also der positive Aspekt der intrauterinen Erfahrung kann man manchmal also als ganz konkrete Erinnerung an die Geburt wieder erfahren. Das heißt, man hat das Gefühl, dass man wieder ein Fetus ist, dass man in der fetalen Flüssigkeit schwebt, dass es da eine Nabelschnur gibt. Man kann die Verbindung mit der Mutter erfahren und so weiter. Aber von den Fetalen gibt es in der Erfahrung nur einen Schritt zu dem Ozeanischen. Man kann sich halt als ein Fetus erfahren und im nächsten Moment auf einmal im Meer sein oder sich mit dem Meer identifizieren oder als ein Meerestier, zum Beispiel Dolphin oder Walfisch oder eine Kralle oder eine Alga, nicht wahr? Eine weitere Möglichkeit einer Öffnung des Fetalen ist in das Kosmische. Man hat das Gefühl, man sei ein Fötus und im nächsten Moment ist man im Weltall. Also wie eine Galaxie oder zwischen also der Raum, Weltraum zwischen den Sternen, nicht wahr? Oder manchmal kann das so sein, dass man sich mit einem Astronauten identifiziert.
der also in den Weltraum schwebt, in einem gewichtslosen Zustand und mit einer Luftröhre, mit dem Mutterschiff verbunden ist. Das sind erlebnismäßig sehr, sehr verwandte Erfahrungen. Die können also koexistieren oder es kann von der einen in die andere kommen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man auf einmal Erfahrungen von wunderschöner Natur hat. Natur, die auch sicher ist und auch unbedingt ernährend. Das heißt zum Beispiel, man sieht Garten voll von Gemüse und Obstgarten, voll von reifen Früchten. Oder eine extreme Situation wäre eine polynesische Insel in den alten Zeiten, vor denen die Europäer gekommen sind. Das heißt, man musste keine Kleider tragen, die Temperatur war ideal, man musste nicht arbeiten, es gab immer genug zu essen, es gab Papaya-Früchte, es gab Kokonüsse, es gab frisches Wasser und man würde wohl bloß tanzen und Lebensfreude haben. Ja. Also das ist, und alles ist wunderschön, und das ist wohl das Naheste, das wir auf dieser Ebene erfahren können, dem pränatalen, einem guten pränatalen Zustand. Ja. Und dann kann sich das auch in das kollektive Unbewusste öffnen, in dem jungschen Sinne, und dann kommen die Bilder von Paradiesen oder von Himmeln, die zu den Mythologien von verschiedenen Kulturen gehören. Und das kommt dann von dem kollektiven Unbewussten. Das heißt, dass unsere Erfahrung wird die spezifischen Eigenschaften des Paradieses einer gewissen Kultur haben. Und dann muss man dann Mythologie studieren, um das zu verstehen. Also zum Beispiel, man kann eine Erfahrung haben, dass man in der Gebärmutter ist und auf einmal öffnet sich das und es gibt da die Strahle der Nordlichte und man wird dort also Geister sehen, die spielen und so weiter. Und man wird das nicht verstehen, wenn man nicht weiß, dass das das Paradies der Eskimo-Indianer ist. Ja? Das habe ich einmal beobachtet, als ich noch in Prag mit LSD arbeitete. Jemand hat das so erfahren, konnte das gar nicht verstehen. Und dann viele, viele Jahre später habe ich in den Vereinigten Staaten ein Buch der Eskimo-Mythologie gefunden in einer Buchhandlung. Und dort sah ich, dass das, was diese Person erfahren hat, das ist ganz genau also die mythologische Idee des Paradieses bei den Eskimo-Indianern. Natürlich das keltische Paradies, das hat wunderschöne Landschaften mit multifarbigen Pferden. Und also jede Kultur hat ganz, ganz spezifische Auffassung. Das werden wir den Bildern sehen. Also die Einzige, das kann man dann nicht interpretieren, also in dem freudschen Sinne und so weiter. Die Idee da ist, dass die Archetype, die sind supraordiniert, dieser Ebene. Also man kann sehr viel in unserem Leben verstehen, wenn wir wissen, was zurzeit also unser dominierender Archetypus ist. Wir verstehen gewisse Aspekte unseres Erlebens, unseres Lebens, aus dem Archetyp. Es ist nicht so, dass wir die archetypische Erfahrung aus unserem Alltag verstehen können. Das ist, wie man das in der Psychoanalyse macht. Das ist etwas Höheres, etwas Supraordiniertes. Und die Paradiese, also verschiedener Kulturen, die werden ganz typisch als schöne Natur dargestellt. Das ist das, was wir schon früher sagten. Also fantastische Bäume, Früchte, Blumen, manchmal Gold und Edelsteine und so weiter. Das sind die Elemente, die man in den Paradiesen findet. Und dann das Himmel von verschiedenen Kulturen, also das mythologische Himmel, das hat sehr viele Ähnlichkeiten mit unserem astronomischen Himmel.
Aber das sollte man nicht vermischen. Das ist nicht dasselbe. Also das, worüber die Religionen sprechen, wenn sie über Himmel sprechen, das hat sehr wenig mit dem Himmel zu tun, das wir nachts sehen. Und es ist zu sehr viel Konfusion geführt, wenn man das vermischt. Und das machen manchmal Theologen und das machen Wissenschaftler. Also da gibt es eine Idee, dass wir nun große Teleskope haben, nicht wahr, dass wir alles da im Himmel erforscht haben und wir haben nicht Engel und Gott gesehen in den Teleskopen. Das heißt, also wir haben Religion diskreditiert oder Spiritualität diskreditiert. Also eher himmelreich. Was war das? Eher himmelreich. Das ist gebracht. Ja, es betrifft himmelreich. Nicht als Himmel? Ja. Als himmelreich. Ja. Das hat Huxley wohl zuerst gesagt in seinem Buch. Das ist eine Kombination von Dorsal Perception und Heaven and Hell, Himmel und Hölle und die Pforten der Wahrnehmung und sowas. Das Himmel und Paradies und Fegefeuer und so weiter, das sind sehr, sehr reale Erfahrungen, ja? Das sind reale Dimensionen. Die erfährt man aber in veränderten Bewusstseinszuständen. Es ist nicht dieselbe Ebene der Erfahrung wie diese. Also, wenn wir gezeigt haben, dass also unter der Erde zum Beispiel Eisen und Nickel ist, nicht wahr, in einem flüssigen Zustand, das heißt nicht, dass wir die Idee diskreditiert haben, dass es Hölle gibt. Die Auffassung, dass Hölle also unter der Erde ist, das ist eine falsche Idee. Ja, um in die Hölle zu gehen, muss man das Bewusstsein ändern. Und dann ist es eine sehr, sehr wirkliche Dimension. Dann haben wir den Übergang zwischen der ersten Matrix und der zweiten, das kommt sehr oft als ungeheure Angst, wo man das Gefühl hat, dass das Leben irgendwie bedroht wird und man kann das gar nicht identifizieren, woher das kommt. Also wenn die Erfahrungen vom Anfang der Geburt im Bewusstsein einer erwachsenen Person auftauchen, wird man das als paranoiden Zustand erfahren. Wenn man das erlebt, kann man das auch sehr oft als einen riesigen Strudel erfahren, also eine Art von Maelstrom. Und man hat das Gefühl, dass man drin also eingesaugt wird oder verschlungen wird. Statt des Strudels kann das auch ein Schlund, ein riesiger Schlund eines Ungeheuers sein, Leviathan oder Draken oder sowas, Walfisch. Krokodil, das findet man auch in verschiedenen Kulturen und Mythologien als archetypische Bilder. Dann auch oft als eine Reise in die Unterwelt. Man hat das Gefühl, dass man in der Erfahrung immer tiefer unter die Erde geht. Und dann es gibt auch einige spezifische Tiere, die da auftauchen können, zum Beispiel würgende Schlangen, wo man das Gefühl hat, dass man also zerquetscht wird und es kommt von etwas wie eine würgende Schlange oder von einer Krake oder von einer gigantischen Spinne, die sehr oft als Mutterspinne erfahren wird. Und diese Bilder haben auch sehr viel Logik, nicht wahr? Wir sagten, dass das Pränatale und das Ozeanische identisch sind oder fast identisch sind. Und natürlich ein Strudel, Maelstrom oder Krake, das sind spezifische Wassergefahren. Das heißt, wenn man im Wasser schwebt, eine gute Zeit hat und auf einmal kommt
ein Strudel oder ein Krake, dann wird man auf einmal diese Freiheit verlieren und Leben wird bedroht. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass man das als räumliche Freiheit erfahren kann. Das heißt, zum Beispiel in Verbindung mit dem Astronauten, wo man also in dem Raum schwebt und so weiter. Und da wäre also zum Beispiel eine riesige Spinne eine spezifische Gefahr. Wenn wir uns vorstellen, dass da eine Fliege gibt oder ein Schmetterling ganz frei also schwebt und auf einmal kommt ein Spinnennetz und man wird gefangen, man verliert die Freiheit, man wird also umgeballt oder sowas, ja. Und das Leben wird bedroht. Also die Spinne archetypisch ist etwas ganz, ganz Typisches da. Die volle Entwicklung der zweiten Matriz, das wird als eine Art von klaustrophobischem Albtraum erfahren. Man hat das Gefühl, dass man ungeheure Qualen erfährt, emotionell, physisch. Man wird lineare Zeit verlieren. Man hat das Gefühl, dass es sich nie öffnen wird, dass der Zustand nie zu Ende kommt. Also das Gefühl von unendlichen Qualen und so weiter. Und das ist auf der tiefsten Ebene dann Hölle. Leiden, die nie enden, werden ewige Qualen und so weiter. Man kann auch gewisse Bilder aus der Welt haben, also aus der Ebene, wo wir leben. Und das wird dort immer also sehr pessimistische, ausgangslose Situationen darstellen. Also das, was hoffnungslos ist in der Welt. Man wird blind zu allem, das positiv ist, dass das Freude schafft und so weiter. Zum Beispiel in einer LSD-Sitzung, wo man die zweite Matrix erfährt, man wird eine schöne Rose anschauen und man wird sie man wird sehen, dass das also, dass sie trocken wird und dass sie stirbt. Und man kann die Kinder anschauen und man sieht, dass sie also groß werden und dass sie sterben werden. Man kann wirklich sehen, dass sie älter werden und so weiter. Und alles ist vergänglich, man kann sich an nichts vertrauen und so weiter. Man sieht die Welt als voll von Leiden und Tod und Krankheit, unheilbare Krankheiten und Kriege und Konzentrationslager und also alle Leiden der Welt. Man sieht nicht das Positive. Und dann die dritte Phase, die dritte Matrix, sehr kompliziert. Und man kann gewisse Aspekte davon also aus dem Anatomischen, aus dem Physiologischen verstehen. Da gibt es viele Bilder, die also Kriege darstellen und Konflikte und sehr viel Blut, sehr viel Aggression und so weiter. Auf der mythologischen Ebene zum Beispiel Szenen von Kampf zwischen dem Bösen und dem Guten, das Dunkle und das Lichte, Dämonen und Engel und so weiter, die miteinander kämpfen. Man kann verschiedene Szenen aus der Religion sehen, wo es sich um Opfer handelt, die aztekische Opfer, oder man kann sich mit Christus am Kreuz identifizieren und also Tod am Kreuz und die Leiden am Kreuz erfahren. Es kommen da auch sehr viele sexuelle Bilder und es ist eine Art von entstellter Sexualität, also Sexualität, die pornografisch ist. Also solche Bilder, die man in Playboy sieht oder in Hustler Magazine und so weiter. Also eine nackte Frau an einem sehr starken Motorrad mit drei Straußfedern in dem Gesessen da und eine Peitsche und schwarzer Ledergürtel
solche Mischungen. Oder auch Bilder von den, sagt man, Rotlichtdistrikten, ja, also wo es Prostituierte gibt und Geschlechtskrankheiten und so weiter, die Sexualität in Verbindung mit der Unterwelt, Mafia und so weiter. Oder auch diese Abweichungen, also allerlei sadistische Szenen, Vergewaltigungen und so weiter. Das hängt von diesen Verbindungen ab, die ich schon geschrieben habe, dass da Sexualität in diesem prekären Kontext erscheint. Und dann haben wir noch einen Aspekt dort, den ich als skatologisch bezeichne. Skatos heißt Exkrement, Ausscheidung im Griechischen. Das ist also die letzte Phase der Geburt, wo das Kind die Begegnung mit diesem biologischen Material erfahren kann. Und dann sehr wichtig ist Übergang von der dritten Matrix in die vierte. Das wird als Ego-Tod und Wiedergeburt erfahren. Dort hat man das Gefühl, dass man alles verliert, dass man stirbt, dass man totale Verdammung erfährt und so weiter. Und wenn man sich hier niederliegt, wenn man unterliegt, wenn man surrender, unterwirft, ja, dann wird man also das Gefühl haben, dass man den kosmischen Boden sozusagen gestoßen hat, und dann öffnet sich das ins Licht, weißes Licht, goldenes Licht. Man kann dort Regenbogen sehen oder Pfauenhahnmuster oder auch Bilder von einer Art von göttlicher Epiphanie, das heißt archetypische himmlische Gestalten, so wie Engel oder Apsaras oder also Göttinnen im Licht, Muttergöttinnen und so weiter, große Muttergöttin. Also das ist ganz, ganz interessant, dass in einem relativ kleinen Zeitabstand man eine Begegnung hat mit dem ganzen Spektrum des Weiblichen. Das heißt, am Anfang ist das also Mutter Natur, das Mütterliche als das Lebensschenkende, das Ernährende, das Unterstützende. Dann kommt Geburt und auf einmal ist das Lebensbedrohend, das auch von dem Weiblichen kommt. Und das ist dann das Gebiet der Schrecklichen, Mutter Göttin, Kali oder sowas. Dann erfährt man das Sexuelle in Verbindung mit dem Weiblichen, und dann kommt die Öffnung und dann wartet wieder die Brust der großen Mutter Göttin, also als das Unterstützende, das Ernährende, woran wir dann für eine lange Zeit, wovon wir dann ganz abhängig sind. Ja, können wir den Bildern? Brauchen Sie eine Pause? Ja. Ja? Okay. Wir gehen bis ein. Viertelstunde. Viertelstunde Pause? Ja? Viertelstunde. Also das ist eine Diapositivenreihe, die Symbolik der vier Matrizen zeigt. Das sind meistens Bilder, die von den Leuten gebracht wurden, die Erfahrungen hatten. Manchmal haben sie das selbst gemalt, was sie erfahren haben. Manchmal haben sie ein Bild gebracht und sie sagten, das ist genau so, wie ich das erfahren habe. Das war zum Beispiel ein Bild von Salvador Dali, und diese Person sagte, das ist genau die Atmosphäre, die in meiner Erfahrung war. Er musste etwas Ähnliches erfahren. Ich glaube, das war ganz, ganz genau das. Ist das möglich, das noch auszuschalten? Ich meine die Lichter, nicht wahr?
Okay. Ja. Das ist ein autobiografisches Bild, das ist aus meiner Freudschen Analyse. In dem letzten Jahr hatte ich hatte einen Traum, und in dem Traum war ich wie in einem Kerker. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich also in der Macht von sehr sadistischen Leuten war, also etwas wie eine Inquisition. Und ich wurde also auf einen Stein, flachen Stein, mit einer Kette angeknüpft. Und dort noch unten mir gab es ein Loch, und dort war auch mein Penis dort gefestigt. Ja? Und ich hatte das Gefühl, dass man mich also gefoltert hat. Und dort in dem Gefängnis gab es ein Fenster, und ich hatte das Gefühl, dass außen also ein Topf war, der etwas wie Brei, sagt man. Etwas, was die Kinder essen. Also Brei, ja. Und es gibt ein tschechisches Märchen über ein Mädchen, die eine sehr böse Stiefmutter hatte. Und die hat sie mit einem Stück hartes Brot in den Wald geschickt, um, glaube, Erdbeeren zu kriegen, wilde Erdbeeren. Und dort gab es eine Zauberin, und sie hat sie also für etwas zu essen gefragt, und dieses Mädchen hat das letzte Brot ihr gegeben, und dieses Weib hat ihr einen Topf gegeben, und man sagte etwas und es kochte, also man wird nie hungrig sein, nicht wahr? Und diese Mutter war sehr geizig, die hat das gestohlen und hat zu kochen angefangen und hat also alle Töpfe und die Badewanne also voll gekocht, und die wusste nicht, dass man dann ein Wort kennen muss, nicht wahr, um das zu stoppen, und dann wurde sie also ertrunken in diesem Brei. Und ich hatte das Gefühl, dass etwas solches also außen passiert, und wenn das Brei also zum Fenster kommt und ins Gefängnis fließt, das wird die Befreiung sein. Und ich habe mich sehr viel mit dem Traum beschäftigt. Ich habe das dann in der Analyse gezeichnet oder gemalt. Und das ist nicht nur der Traum, sondern auch die Assoziationen. Nicht wahr? In dem Traum war ich bloß in einem Kerker an diesem Stein gefestigt, und es gab ein Fenster und der Topf. Ich hatte dazu sehr viele Bilder gekriegt, die oral waren. Und das ist da so ausgedrückt in der Form des Hamsters. Der hat also diese Wangen, wo man speichert, also Nahrung speichert und so weiter. Dort oben ist der Topf. Und ich hatte auch sehr öfters also zwei Ketten von Assoziationen. Die erste Kette, die hatte mit Affen zu tun, und besonders also diese ganz, ganz also ungehemmten Sexualität, also diese polymorphe Perversion. Nicht wahr? Man kommt zu einem Affenkäfig, und die masturbieren oder die machen etwas mit dem Anus und so weiter. Und also das waren solche Ideen von Enthemmung von instinktuellen Kräften. Und die zweite Reihe von Bildern, das hatte mit einem tschechischen König zu tun, der ganz, ganz jung also ins Gefängnis platziert wurde, und er herrschte nie. Also er war ein König im Gefängnis, der nicht regieren konnte. Ja. Und mein Analytiker hat mir so eine Interpretation gegeben von den Assoziationen. Ich hatte allerlei Erinnerungen an unangenehme
Ereignisse in meiner Kindheit, zum Beispiel Klistiere, die ich als Kind gekriegt habe, und dann einmal etwas Heißes, das die Mund also gebrannt hat. Es gab eine Operation für Phimose, und das war also diese Situation mit dem Penis gezogen und so weiter. Und mein Analytiker sagte, das ist wie ein Gesamtbild für alle Situationen, die mit der Befriedigung in den freudischen erogenen Zonen interferiert haben. Ja? Das heißt mit dem Oralen, mit dem Phallischen, mit dem Analen und so weiter. Und ich dachte, ich wusste, es war alles dort, aber das war nur oberflächlich. Es gab da etwas viel, viel grundsätzlicher. Also ich hatte zum Beispiel Assoziationen zu Inquisition, zu allen diesen Sachen, die mit den Gefangenen machten. Zum Beispiel etwas, das man aus spanische Birne heißt. Das ist also etwas Höhles, das perforiert ist. Und man gibt es in den Mund mit Pfeffer. Und wenn man also einatmet, kommt Pfeffer in die Lungen und man erstickt und so weiter. Solche Bilder, nicht wahr? Und dann in dieser Situation habe ich 300 Mikrogramme von LSD genommen und innerhalb einer halben Stunde wusste ich, was das war. Das handelte sich wirklich um eine perinatale Situation. Das war Uterus, nicht wahr? Das waren die Qualen der Geburt. Und das dort war oral. Das heißt Brei, das hieß Essen. Also man kann nicht orale Befriedigung haben, wenn man noch immer im Geburtskanal steckt. Also wenn wir essen, wenn wir im Kontakt mit dem Oralen sind, das heißt Ende der Geburt. Also da sehen wir die Situation der Quale, das ist Geburt, und dann die Befriedigung kommt von außen in Kontakt mit etwas wie Milch, Brei und so weiter und so weiter. Nächstes bitte. Das zeigt da, dass auch das Kinder ganz, ganz in Kontakt mit dem Geburtstrauma sind. Ich weiß das von vielen anderen Leuten, aber das war meine persönliche Erfahrung. Da war ich in San Diego, besuchte eine Familie, dort gab es eine Vierjährige und eine Sechsjährige. Und diese Sechsjährige, die hieß Dana, sie hatte einen Geburtstag und sie wusste, dass ich malte. Und sie wollte, dass ich etwas male, das ist eine Einladungskarte für die Freunde und auch die Billet, nicht wahr? Für die Gäste. Und ich habe das gemacht, das war also sehr entfernt von meiner wirklichen Auffassung der Geburt, nicht wahr? Das ist alles idealisiert, da sitzt der Fetus also mit einer Flasche von Champagner und Blumen und feiert also das Auftauchen in die Welt, und da gibt es eine kleine Pforte und goldene Schlüssel und so weiter. Und der Bruder, der hat das gesehen, und das hatte fantastischen Einfluss auf ihn. Wir haben das gar nicht also besprochen. Er hat sich davon begeistern lassen und inspirieren lassen, und er hat eine Reihe von etwa 50 Bildern gezeichnet. Und ich habe zwei von diesen Bildern. Also wir haben gar nicht gesprochen. Das war also die Inspiration. Very nice sort of picture that I did. Nächstes hat also ganz, ganz neuen Inhalt gegeben. Nächstes. Ja, da sind noch Spuren da meines ursprünglichen Bildes, aber es gibt keine Öffnung da, und innen sind diese wilde Tiere, die miteinander kämpfen. Nächstes bitte. Ja,
Ich habe eine ganze Reihe von Bildern da. Das kommt von einer Malerin, Harriet Francis. Die hatte eine Sitzung mit einer hohen Dose von LSD in den 60er Jahren. Und das war alles auf der pränatalen Ebene. Und sie hatte wirklich ungeheure Fähigkeit, das darzustellen. Wir können das nur anschauen, um ein Gefühl für die Reihenfolge, Folge der Erfahrungen, und ich werde dann ein Bild nach dem anderen nehmen und etwas darüber sagen. Nächste, bitte. Nächstes. Das ist das erste Bild, da sehen wir oben geometrische Figuren, das ist die oberflächlichste Schichte der LSD-Erfahrung, das ist oft also geometrisch, das sind Ornamente, das sind Farben, Arabesken und so weiter. Da sehen wir aber, dass es tiefer geht, sie fühlt sich bedrückt und es gibt eine ängstige Erwartung da. Nächstes bitte. Da sehen wir, dass sich die newtonsche Wirklichkeit da zerfällt und sie ist erschrocken und sie probiert das zu stoppen. Das aber gelingt ihr nicht und am nächsten Bild dann sehen wir, dass sie also kapituliert und dann das nächste Bild zeigt etwas, das für den Anfang des Geburtsvorganges sehr, sehr typisch ist, das heißt ein riesiger Strudel. Und da sehen wir auch eine Mandala von Gerippen und von Schädeln, die zeigt, oder das zeigt, dass es etwas mit dem Tod zu tun hat. Sie ist also ins Bereich des Todes eingesaugt. Nächstes bitte. Und da unten, das ist die Unterwelt mit Symbolen des Todes. Und oben zwei neue Elemente, das heißt eine Spinne, das werden wir noch später sehen. Und dann das Element der stechenden Schmerzen, etwas sehr, sehr Typisches für die Geburtserfahrung. Und wenn wir etwas also über die Mechanismen der Geburt wissen, dann können wir das ganz, ganz leicht verstehen, dass es da Schmerzen gibt. Klar? Nächstes bitte. Die Unterwelt und oben die Erfahrung von Einsamkeit. Das ist also auf der biologischen Ebene die Situation, wo sich die Gebärmutter kontrahiert und jeden bedeutungsvollen Kontakt mit dem mütterlichen Organismus unterbricht. Das ist das Problem der Gefäße, die da komprimiert werden und kein Blut, also weiter fließt. Nächste bitte. Ein neues Element da, ein riesiger Gestein, sie wird also zerquetscht und wenn sie hinaufschaut, sieht sie die Züge ihrer Mutter. Also sie hat das Gefühl, dass diese Erfahrung des Zerquetschens etwas mit dem mütterlichen Organismus zu tun hat. Und etwas solches also auf der archetypischen Ebene könnte durch das Bild von Sisyphus ausgedrückt werden. Ja? Also in der Unterwelt, wo man also diesen riesigen Stein also wälzen muss. Und Sisyphus verliert das immer und muss das immer wieder machen. Also das ist fast wie der Rhythmus der Kontraktionen. Ich arbeite und ein bisschen Pause und wieder Arbeit. Ja? Nächstes bitte. Das ist ganz fantastische Darstellung davon, dass auf der perinatalen Ebene die Erfahrung des Geborenwerdens und die Erfahrung des Sterbens also ganz, ganz eng verbunden sind. Die untere Hälfte ist ganz klar Tod und die obere Hälfte dann Geburt. Sie probiert also hinauszukriechen. Nächstes. Das ist dann das Moment, wo sich diese tiefe Begegnung mit dem Tod und Geburt also in eine spirituelle Erfahrung wandelt. Also diese tiefe Begegnung mit Tod und Geburt öffnet irgendwie
also tiefe intrinsische Quellen von mystischen Gefühlen, von spirituellen Gefühlen in der Psyche. Also alle Leute, die ich gesehen habe, die diese Ebene erreicht haben, die werden sich dann dem Spirituellen öffnen. Das ist ganz automatisch, das kommt von der Psyche selbst. Wie Jung sagt, also die Vorgänge auf der tiefen Ebene der Psyche, die haben eine Eigenschaft, die er als Numinosität bezeichnet. Das heißt, wenn wir die Erfahrung haben, wissen wir, dass wir mit etwas zu tun haben, das heilig ist, das also etwas mit dem Göttlichen zu tun hat, das dem war. Das ist der alltäglichen Ebene nicht gehört. Und das kann also Materialisten passieren, Skeptikern, Marxisten, auch positivistischen Wissenschaftlern. Da es hilft nicht, wenn wir diese Erfahrung haben, dann auf einmal werden wir uns der Spiritualität öffnen. Da sehen wir, dass die Symbole des Todes sich da so arrangieren, dass sie zu einem Altar werden, zu einem Kreuz. Und da gibt es auch diese runenartigen Symbole. Und sie sitzt da in Meditation, in tiefer Anbetung und meditiert an diese Symbole. Nächstes Bild. Und dieses Bild zeigt, wie auf dieser Ebene also das Geburtshilfliche mit dem Mythologischen kombiniert wird. Das ist eine Erinnerung auf manuelle Hilfe, die sie während der Entbindung kriegte. Dort wird das also so erlebt, dass das in einem mythologischen Rahmen dargestellt wird. Ein Demigott hilft ihr aus der Unterwelt, aus dem Bereich des Todes. Next. Da ist eine schamanistische Folge. Das ist eine Erfahrung von totaler Vernichtung. Wir wissen, dass die Karriere von vielen Schamanen so beginnt, dass sie einen spontanen, geänderten Bewusstseinszustand erfahren. Und in diesem Zustand hatten sie das Gefühl, dass sie, oder die Erfahrung, dass sie in die Unterwelt reisen, dass sie von Dämonen angegriffen werden, dass ihnen Fleisch von den Knochen abgekratzt wird, Blut ausgesaugt und die Augen also ausgerissen, sie werden zergliedert, zu einem Skelett reduziert. Und dann haben sie eine Erfahrung von Wiedergeburt, dass sie ganz neu zusammengesetzt werden, sie kriegen neues Fleisch, neues Blut, neue Augen und dann gibt es Erfahrung einer Auffahrt und Auferstehung und so weiter. Besuch zu den himmlischen Bereichen. Das ist auch also die Erfahrung des Ego-Todes, wie man darüber liest, in der LSD-Literatur zum Beispiel. Wie das auch in der Holotropentherapie passiert. Nächstes bitte. Da ist eine stilisierte Identifizierung mit Christus, Kreuzigung. Das könnte also in dem Rahmen von vielen anderen Mythologien passieren. Das könnte Attis sein oder Adonis oder Dionysus oder Wotan auf der Weltesche hängen. Also jede große Mythologie hat Bilder für Tod und Wiedergeburt. Das ist etwas Universelles. Nächstes bitte. Da kommt die Operation sozusagen zu Ende. Fast fertig. Nächstes bitte. Da ist das also Auftauchen, Wiedergeburt und da kommt es in Verbindung mit einem Pfauenhahn. Ein Pfauenhahn in vielen Kulturen ist ein Symbol des Himmlischen, des Paradiesischen, ein Symbol des sternbedeckten Himmels. Ist auch der Vogel von vielen großen Muttergöttinnen, zum Beispiel Hera, Juno, Saraswati, die Gemahlin von Brahma, die haben alle, Parvati auch, die haben alle Pfauenhahn als Symbol. Auch in der Alchemie, Gauda Pavonis, das heißt
Faulhahn-Schwanz ist ein sehr wichtiges Symbol der Wandlung, der Transformation. Nächste Siege. Wir sehen auch die Faulhahn-Motive sehr oft in den Mandalas, in den holotropen Atmen zum Beispiel, oder in den LSD-Sitzungen. Da sehen wir etwas ganz, ganz Interessantes. Das heißt, nach der Geburt, nach der Wiedergeburt, ist sie wieder zurück in dem Ozeanischen, das heißt in dem Pränatalen. Und das passiert auch sehr oft. Es ist, als ob uns, also von dem Pränatalen, die Schmerzen der Geburt trennen. Und wir müssen also das ins Bewusstsein bringen, das integrieren. Und dann öffnet sich, nach der Erfahrung der Wiedergeburt, öffnet sich dann der Weg in das Pränatale und von dem Pränatalen in das Transpersonale oder Transzendentale, in das kollektive Unbewusstsein. Nächste Seite. Und das ist dann das letzte Bild. Sie kehrt zurück von dem Trip. Und die Betonung da ist auf die Erde. Sie ist sehr, sehr mit der Erde verbunden und der Kopf dann ist im Himmel und es gibt Vögel da als Symbole der spirituellen Befreiung. Nächstes bitte. Und, das ist also das ist das Diapositiv, das ich bringen sollte und nicht gebracht habe. Darum musste ich das da zeichnen. Das ist das Original des Bildes, das die erste Matriz darstellt. Also wir werden nun viele Bilder sehen, wo es sich um Darstellung der ersten Matriz handelt. Wir werden das so machen, dass wir die Bilder in der Reihenfolge zeigen, die der biologischen Geburt entspricht. Das heißt nicht, dass man das so erlebt, wenn man also den intrapsychischen Vorgang macht, wenn man psychedelische Sitzungen hat oder holotropes Atmen, dann kommt das in verschiedenen Mustern, in verschiedenen Sequenzen, typisch vielmals und so weiter. Da werden wir das also systematisch machen, die Entfaltung der biologischen Geburt vorgehen. Ja? Also erste Phase, zweite, dritte und so weiter. Nächstes. Ja, also eine Möglichkeit, die erste Matriz zu erfahren, das ist, sich wirklich mit dem Embryo identifizieren und ganz konkret das wieder zu erleben. Also mit der amniotischen Flüssigkeit, mit der Nabelschnur, dem Gefühl der Verbindung mit der Mutter und so weiter. Nächstes bitte. Und da kann es sich also, wie ich schon gesagt habe, in das Kosmische öffnen. Auf einmal aus der Gebärmutter kann man also in dem Kosmos sein. Nächstes bitte. Oder kann es sich also in das Ozeanische öffnen? Kann man sich auf einmal mit einer Kralle identifizieren oder einem Fisch, einem Walfisch? Es ist wichtig, die symbolische Sprache, nicht wahr, dieser Zustände zu verstehen, das kann man nicht mit der Logik der rechten Hemisphäre verstehen. Was da der gemeinsame Nenner ist, das ist die Qualität der Erfahrung. Also manchmal sagen Leute, die das nicht verstehen, die sagen, also meine Erfahrung war ganz pell-mell. Wie sagt man das? Pell-mell? Hm? Pell-mell? Alles also zusammengemischt, nicht wahr? Machte keinen Sinn. Ich war ein Fötus und dann im nächsten Moment war ich ein Astronaut. Also in dem gewichtslosen Zustand schwebend. Und dann auf einmal war ich also in dem Meer, war ein Dolphin. Und dann auf einmal war ich auf einer polynesischen Insel und ich war ein Eingeborener und ich tanzte. Und dann öffnete es sich in ein Paradies oder sowas. Also das macht sehr viel Sinn, dass diese Bilder zusammenkommen.
weil es sich um ähnliche Erfahrungsqualitäten handelt. Und dass das einmal Hawaii ist und im anderen Moment etwas in dem Weltraum, das ist von wenig Wichtigkeit für diese Erfahrung. Ja. Es ist nicht aristotelische Logik, es ist nicht das, sind nicht die newtonschen, descartischen Kategorien von Raum und Zeit. Es ist ähnlich, wenn das ähnliche Gefühle hervorruft. Wenn ähnliche Gefühle damit kommen. Nächste, bitte.